Hallo, Smeargle. Hallo, nette Elbin. Sehr hübsch. In der Tat. Es ist Midsommertag. Wir alle müssen heute Abend schön aussehen. Selbst du. Ich mach dir einen Lorbeerkranz. Ach, du wirst ihn hassen. Was macht sie da? Sie bereitet die Laternen für heute Abend vor. Was ist heute Abend? Heute Abend ist Midsommernacht. Wir werden alle draußen im Wald sein und feiern. Du vielleicht nicht. Wir werden sehen. Kann ich sonst noch etwas für dich tun? Wenn der Rätselmeister noch am Leben wäre. Oh, geht das wieder los. Ich wünschte, er wäre es. Wirklich. Aber ich fürchte, das war nur einer von Mels Träumen. Er ist verloren. Und sie jetzt auch. Nette Laternen. Aber zwei davon leuchten nicht. Oh, ja. Die Kinder entführen meine Lichtersteine gerne in den Garten zum Spielen. Willst du mir nicht helfen, sie zu finden? Sie sehen aus wie schimmernde Murmeln. So groß wie deine Augen. Smeargle kann helfen. Ja, ich kann seltsame Lichter finden. Da hat aber jemand heute mal gute Laune. Nicht mehr schuften, Iris nicht duften. Nichts kann ich bestaunen ohne dich. Er ist aus seinem Kokon geschlüpft. Und siehe, er ist immer noch eine Raupe. Aber Raupen sind nett. Nicht alle. Grausame Elben, die Mel im Wald zurücklassen, ganz allein. Sie geht ihren Rätselmeister suchen, das ist sicher. Vielleicht findet Smeargle ihn auch. Mach nicht wieder etwas kaputt. Psst, leise. Oh, gut, gut. Das muss eines ihrer Lichter sein. Vielleicht braucht er nur mehr Zeit. Ich finde wirklich, er bessert sich. Leise! Gestern hat er für Dalvon Muscheln aus dem Fluss gesammelt. Und heute hilft er Naelis mit ihren Lichtern. Die ehrenhaften Taten des Smeargle. Das ist mir gleich, selbst wenn er anfängt, Gedichte zu schreiben. Wenn Freundlichkeit nicht hilft, müssen wir andere Wege finden. Ich muss wissen, was Herr Gandalf erzählt hat. Ein Schwarm Walinge hat in letzter Zeit eure Gärten besucht. Gut, gut. Alles, was hilft. Der Plan gefällt mir nicht. Ich weiß. Walinge, ja. Aber Mel hat
uns beigebracht, wie man sie austrickst. Laire, Zwergenbartwurzeln, das braucht es dazu. Uns fragen, oder? Wonach? Nach dem Schatz natürlich, dem Schatz. Wir wollen ihn. Wir wollen ihn. Nein, wir hassen ihn. Ich hasse ihn. Man kann es nicht sehen, kann's nicht aufstören. Und hier kommt noch ein Rätsel. Die Lichter der Köchin. Vielleicht haben die Elben sie gesehen. Warum fragst du nicht jemand anderen? Dachse sind sehr gute Zuhörer. Ach, nicht nette Elben. Nicht nett. Kannst du mir vielleicht beim Nähen helfen? Wir sind nur das sehr Muster beschäftigt. Ist so kompliziert. Ich wünschte, ich hätte deine Hingabe, Schwester. Wie geht es dir, Smeagol? Ich leider nicht. So weit weg von daheim, unter fremden Leuten. Keine Verwandten? Niemanden zum Reden? Du kannst mit uns reden. Wie mit Freunden. Und Freunde vertrauen einander. Ja, Freunde spielen keine garstigen Streiche. Ja, wie dieser Zauberer. Ein sehr trickreicher alter Mann. Aber der König hat ihn durchschaut und weggeschickt. Wir können dich vor solchen Leuten schützen. Aber dazu müssen wir wissen, was er dich gefragt hat. Verstehst du? Fragte nach unserem Geburtstag. Deinem Geburtstag? Und nach Blumen, Schwertlilien aus dem Weidenland, wo Smeagol lebte, als er jung war. Sonst nichts? Wir schwören, gute Elben. Sie sind so, so nette Freunde. Wie du willst. Neldis hat erzählt, du hilfst ihr mit ihren Laternen. Wie aufmerksam von dir. Weißt du, ich habe die Kinder im Garten des Königs mit einer spielen sehen. Oh. Ach ja? Ich musste sie aus dem alten Turm verscheuchen. Ich glaube, sie haben das Licht dort oben gelassen. Wir können dich dorthin bringen, wenn du willst. Die helfen, es zu finden. Nette Freunde, ja. Ja, sie gehen voran. Guter Smeagol wird folgen. Ausgezeichnet. Los geht's. Weil unsere Feste nicht für Fremde sind und weil dein Atem unsere Sänger stören würde. Das sind nur zwei der Gründe, warum du nicht eingeladen bist. Sprich nicht so laut. Dies ist ein feierlicher Ort. Dort oben im Turm. Wo die Käfer ihr friedliches Lied summen. Dort haben die Kinder das Licht gelassen? Ja, ich glaube schon. Jetzt bist du an der Reihe. Wir werden hier warten. Wohin willst du?
rein. Sei vorsichtig. Siehst du? Genau da, wo der Schwarm ist. Keine Angst, sie stechen nicht. Ja, ja, nette Käfer. Gefunden. Kannst du uns hören? Mir ist schwindelig. Jetzt sag uns, was hat der Zauberer dich gefragt? Moment, die Käfer brummen so laut. Was machst du? Nein, warte! Jetzt stellt's Mergol Fragen. Wo ist Mel? Vielleicht wissen sie's und sagen's uns nicht. Sie müssen es uns sagen. Mel. Meliestil. Ich weiß nicht, wo sie ist. Sie ist sicher schon tot. Blind und allein. Armes Mädchen. Aber so ungesittet. Ich habe sie nie gemocht. Aber jetzt vermisse ich sie. Der Rätselmeister. Die Elben müssen uns alles sagen, was sie wissen. Gwendel? Gwendel, er kannte Mel sehr gut. Wusstest du das? Jeder wusste es. Es war kein großes Geheimnis. Ah, nun, das erklärt es. Ich habe ihn einmal besucht, Gwendel. Er wusste nicht, dass ich dort war. Er sprach mit seinem Spiegel. Seine übliche Eitelkeit, dachte ich mir. Aber dann hörte ich eine andere Stimme antworten. Von jenseits des Spiegels. Ich bin mir ziemlich sicher, es war Mel. Sie klang sehr freundlich. Also ging ich, um sie nicht zu stören. Der Spiegel, ja? Der im Gemach des Rätselmeisters. Gute Elben, sie sprechen heute so aufrichtig. Was hast du vor? Smeargol wirft jetzt einen Blick in den Spiegel. Spiegel. Thank you.
traurige Gesichter. Elbenbaum. Das ist albern.